sprechen heute mit Malte Karmann im Testzentrum der AMF Polens Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft, Kooperationspartner von TÜV Nord. Wir haben heute den Auftrag, einen VW Caddy zu prüfen, der eine vertiefte Bodengruppe bekommen hat für die Beförderung von Menschen im Rollstuhl. Dazu sind die Verankerungspunkte für das Personen- und Rollstuhlrückhaltesystem nachgerüstet worden. Meine Aufgabe ist es jetzt zu beurteilen, ob diese Verankerungspunkte den Vorschriften entsprechen. Dazu wird jetzt ein statischer Zugversuch durchgeführt, damit ich dann anschließend ein entsprechendes Gutachten erstellen kann, das dann als Basis für eine Typgenehmigung verwendet werden kann. Wir sehen hier den fertig vorbereiteten Test. Herausforderung des Tests ist es, die Verankerungspunkte des Personenrückhaltesystems und des Rollstuhlrückhaltesystems entsprechend der Prüfstandards zu prüfen. Und sollten diese Gurtpunkte dem Test nicht standhalten, hat der Kunde ein Problem. Als Kunden ist die Kooperation mit dem Prüfzentrum ja ein Riesenvorteil. Wir haben ja ein Setup, das man nur sehr schwer woanders findet. Wir können hier statisch testen, dynamisch testen. Wir haben ja eine Werkstatt mit Leuten, die schnell helfen können, falls was schief geht. Also sehr perfekt. Des Weiteren haben wir eine Kooperation in diesem Prüfzentrum mit dem TÜV Nord. Das ist ein Riesenvorteil. Das sieht man hier auch gerade. Wir prüfen hier gerade für eine europäische Typengenehmigung. Das heißt, wir müssen Papiere erstellen, die auch europäisch anerkannt werden, und es muss schnell und vernünftig laufen. Wir überprüfen jetzt hier die Messwerte der Anlage. Die erforderlichen Kräfte müssen mindestens 0,2 Sekunden gehalten werden. Das ist hier erfolgreich bestätigt. Damit sind wir mit diesem Test fertig. Für die europäische Typgenehmigung brauchen wir jetzt noch zusätzlich eine dynamische Prüfung des Gesamtsystems. Dann gehen wir jetzt zwei Türen weiter, da können wir auf unserer neuen Testanlage die dynamischen Prüfungen durchführen. Ich stehe im Bereich der dynamischen Anlage des Testcenters. AMF Bruns als Kunde hat hier mehrere Tests heute gemacht, einmal statisch, einmal dynamisch. Im Hintergrund sieht man den Aufbau des dynamischen Testes, der noch aussteht. Hier geht es um einen Caddy, das ist ein Volumenfahrzeug, von dem wir ca. 1000 Stück im Jahr bauen. Insgesamt bauen wir 4000 Fahrzeuge. Wir sind ein Mittelständler mit 400 Mitarbeitern weltweit, in verschiedenen Ländern mit eigenen Firmen vertreten, sonst über Partner, und sind Marktführer im Bereich Mobilität für Behinderte. Ziel dieser ganzen Aktion ist natürlich, dass wir ein zertifiziertes Fahrzeug bekommen, das einen Sicherheitsstandard gewährleistet wie ein nicht umgebautes Fahrzeug. Mit dem Effekt natürlich, dass wir am Ende sagen können, jeder Rollstuhlfahrer, der ein umgebautes Fahrzeug von uns bekommt, hat den gleichen Sicherheitsstandard, als wenn er einen normalen PKW kauft. Für das europäische Typgenehmigungsverfahren brauchen wir jetzt noch einen dynamischen Test des Gesamtsystems, bestehend aus Rollstuhl, Dummy und Personenrollstuhlrückhaltesystem im Fahrzeug. Dieser Test entspricht ungefähr einem Aufprall von 50 km/h gegen eine feste Barriere. Entsprechend der Kundenanforderungen haben wir jetzt hier auf unserer dynamischen Testanlage den Versuch nach der Norm ISO 10542 aufgebaut. Wir verwenden hierbei einen genormten ISO-Rollstuhl, in dem sich ein Hybrid-3-Dummy befindet. Das sind die Vorgaben, wie sie die Norm darstellen. Und hier geht es darum, die vorderen und hinteren Rollstuhlhalterungen bzw. die Verankerung zum Fahrzeug zu prüfen, sowie das Personenrückhaltesystem. Für die Auswertung dieses Versuchs gibt es zwei wesentliche Kernelemente, die wir betrachten müssen. Zum einen ist die Frage, ob hier die entsprechenden Parameter in Bezug auf Beschleunigung und Geschwindigkeit erreicht wurden. Und des Weiteren müssen wir die Bewegung des Dummies betrachten und des Rollstuhls. Hierbei wird einmal das Target auf dem Kopf gemessen, das Knie-Target und das Target auf dem Rollstuhl. Hierbei geht es darum, festzustellen, ob gewisse Grenzwerte eingehalten werden, die in der Norm klar definiert sind. Wir verwenden hierfür zwei Highspeed-Kameras, um die Targets entsprechend während des Versuchs zu filmen. Und im Anschluss daran erfolgt am PC eine Auswertung, wo wir dann genau messen können, wie sich diese Targets relativ zum Ursprungszustand des Versuchs bewegt haben.
Die Anlage ist so aufgebaut, dass wir hier einen druckbeaufschlagten Zylinder haben, der mit Druckluft befüllt wird. Wir können hier einen Druck von bis zu 220 Bar befüllen, treiben dabei über eine Schubstange unseren Prüfschlitten an. Und in diesem speziellen Fall haben wir eine Gesamtlast von 1750 Kilogramm, die mit einer Beschleunigung von 20 G über eine definierte Zeit, wie es in der Norm beschrieben ist, beschleunigt werden. Für die Messung der Beschleunigung haben wir hier fest am Schlitten zwei Beschleunigungssensoren verbaut, die über unsere Messtechnik direkt mit den Computern verbunden sind. Und da werten wir über eine entsprechende Software dann aus, wie das Beschleunigungsverhalten des Schlittens während des Versuchs war. So, ich habe mir die Versuchsauswertung angesehen. Die Werte sehen gut aus, Beschleunigung passt, Puls abgebildet, Vorverlagerung ist im Rahmen und die Geschwindigkeit ist in Ordnung. Von meiner Seite aus ist die Versuchsauswertung damit abgeschlossen. Ja, danke schön. Ja, die Werte passen, die Verankerungspunkte haben alle gehalten, Gurtschlösser lassen sich öffnen, der Test ist bestanden. Perfekt, dann können wir die Typgenehmigung beantragen.